Hier. Auf die Kante vom Ding, von der Mauer. Sag mal, hast du hier drüben schon was gemacht? Ja, du hast so lange gebraucht. Ich habe dann hier die Ja, Schaufel mal der geschwungen. Harry. Ich hab den Dienstwagen kaputt. Ich bin hier hinterhergefahren, da fährt der mir in die Karre rein. Dann kommt der Hans-Peter hoch zu mir, sagt, ey, willst du Hafer? Ich schenk dir den. Dann sag ich, ja, okay, dann kipp mir den da drüben hin. Wo wir drüben angekommen sind, sagt der, verarscht. Ey, da hab ich gesagt, Junge, ich hab keine Zeit. Nee, jetzt schaffen wir was. Ja, Gut, du kannst mal gucken, ob du hier die V3 aufgebaut kriegst. Dann würde ich drüben die Erdarbeiten machen. Jo. Also von LS Mod Company. Jo, Baggerschlüssel hast du, meinte ich, Jojo. ne? Kannst du hier ein bisschen rumbaggern, wenn du Bock hast. Wenn du nichts zu tun hast. So. Ja, nee, gar nicht. Jo, okay. Mit der Unruhe. Welche sagst du? Die V3. Fahrzeughalle, ne? Ja, Hallo? die Fahrzeughalle V3 für 15.000. Hallo. Ich wollte nur mal eine Warnung geben. Das war doch nur ganz klein. Die Wunde. Was für eine Entwarnung. Stell mal dein Auto weg. Ja. Heimer. Da stürzte das mir ins Auto rein. Sorry. Hat nicht umsonst einen Grund, dass hier keine Fahrzeuge mehr rumstehen. Du, Volker. Ja. Weiß, passt das bei dir alles, oder? Ja, Geld habe ich genug. Auch noch nachher mich zu bezahlen. Ich hoffe doch mal. Gut aus. Sagst mir halt dann, was es ist. Ja, komm mal hin. Der Schmidt hat aber viel zu tun. Ja, der soll mal Gas geben. Kannst mal sagen. Ja, mach ich. Ich hoffe mal nur, dass es wirklich passt hier mit der Halle drüben, mit dem Unterstand drüben. Ja, da passt schon. Na, gerade bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Hier direkt noch ein bisschen Gras an, ne? Ja. Mach halt so, dass es schick aussieht. Jo. Habe ich ihm gesagt. Danke. Wie sieht noch nicht der Wetterbericht aus? Momentan noch sonnig. Gut. Ich kann immer nur für die nächsten Oben. 6 Stunden voraussehen. Der Bohrer ist aber laut. Was machst du denn da? Ja, ist Schlachtbohrer. Ist sau laut. Was machst du denn da? Die Lampen und die Tore fertig einbauen. Ah. Sieht schon gut aus hier. Ah Ja, so ja. langsam muss ich ja Gas geben hier, mal ausbauen. Wenn die Maschinen die ganze Zeit im Regen stehen, ist ja schlecht. Ja. Da verdienst du zu viel, Hans-Peter. Ja. Muss ich mir dann dauernd neue kaufen?
sollten wir vielleicht mal auch irgendwie einstellen lassen. SpaceX. Ja. Deine Bestellung mache ich jetzt hier sofort fertig. Meine? Deine. Hast du es schon vergessen? Ich dachte, nee, ich nicht, aber... Ja, du, ne? Ja, ich mache die doch. Mach habe ich doch gesagt. Oh, kannst du perfekt, nicht perfekt, perfekt. Kannst du nicht zuhören, erstmal. Jürgen, passt alles? Jo. Bin hier gleich fertig. Ich mach die Tore komplett ein. Gut. Willst du den Drescher irgendwie noch in irgendeiner Konfiguration haben? Was ist denn nicht mit der Mit da denn? Oh, was hat denn der für einen Bremsweg? Ey, pass auf, Johannes. Einmal mit Standardreifen und einmal mit Bandlaufwerk, bitte. Du willst zwei davon? Nee, Angebot. Na gut, ich kann mir das ja ausrechnen. 20.000 mehr einfach nur drauf. Mach nur mit Standardreifen erstmal. Ralleburg. Alter. Jo. Sieht gut aus. Ja, ich hab hier drüben noch ein bisschen. Hier so hochfahren kannst und dann hier. Ja. Jo, mach hier mal noch Gras dran. Gut. Oh. Gut, hinten bin ich fertig mit den Arbeiten. Jo. Soll ich hier das ein bisschen wegmachen? Nee, so wie es ist. Weil hier ist so ein, steiler Hubbel. Oh. Hier. Achso, ja, setz die Halle eher Richtung hier. Ich weiß gar nicht mehr, welche hat man gesagt, welchen Unterstand? V3. Nee. Doch. Auch? Jo. Ja, stimmt. Ja, fang ziemlich in der Ecke an, genau. Oh. Ja. Jürgen, mach's immer alles kaputt. Ach, Jürgen. Ja, der ist jetzt ein bisschen arg hoch. Da kriegen wir hin. Ja, dann. Das ist von mir 5000 noch. Gut geschrieben gleich, ne? Dann krieg mal. Ich pack die Schaufel wieder aus. Für was habe ich vorhin die Erdarbeiten gemacht, Junge? Einmal mit Profis. Ah, Volker. Ich muss unbedingt meinen Angestellten, den neuen da, den Lehrling, den muss ich unbedingt fertig ausbilden. Das wäre gut, dann musst du nicht mehr so viel alleine machen. Ja. So, Resex. Ja, ich höre. Ich hab den komplett 30
Preis fertig. Wäre? Wäre 444.000 plus die Mehrwertsteuer. Also sind die schon dabei oder extra? Nee, warte, Moment, das geht eben schnell aus. Das sind. Der passt so. Ich hoffe, das geht jetzt nicht hoch wieder, ey. Und sein wegen hinten. Guck, dass ihn ganz unten. Auf ganz unten einstellst. Ja, das Problem ist, da müssen wir was weiter nach hinten. Das mache ich aber kurz, warte. Oh. Kurz. So, ich muss mal gerade noch mal auf den Markt gucken, was die Wolle so bringt. Immer noch 1444. Den Preis habe ich jetzt komplett fertig. Oh, ich glaube, ich muss mal gerade nebenan Stroh abfahren. Wo brauchst du das Stroh eigentlich? Brauchst du welches? Was gibt's denn für bei deiner kleinen Ladewagen da? Zwei. Keine Ahnung. Race X, ich hab's fertig ausgerüstet. Ja, höre. 532.000. 532.000. Für Drescher, allem drum und dran. Ja. Eieiei, guckt euch den Haufen mal an. Was würde nur die Horsebronto kosten? Erstmal. Aber die Horsebronto kostet 104. Also plus ich 20%, ne? Ja, du müsstest halt nur die Mehrwertsteuer zahlen. Ich glaube, das ist ja auch gut, und das ist ja automatisch ab. Ja, ja. Die kostet 104. Ist die Mehrwertsteuer aber weniger. Mehrwertsteuer wären? Moment. Groß werden. 23.000. 20,8. Das wäre dann Insgesamtpreis von 124.800. Ja, das ist richtig. 23.000 mal 1. Ja, würde ich bestellen. Jürgen? Die Horsebronto, ja. Einmal. Ja? Das wären 7.000 für zwei Ladewagen. 46.000 Liter. Und die Mehrwertsteuer immer mit überweisen. Ja, die überweise ich nachher, okay? Wann? Dauert nicht lange. Pack gleich Milch verkaufen. Wegen. Okay. Nimm einen, Volker. Dann haben meine Kühe fast voll, weil ich habe oben auch noch gleich ein bisschen. Oder nächste Woche. Dann nehme ich einen auf jeden Fall. Ich hoffe, Racex, dass du das überweist, ne? Ja, ja, mach ich nachher. Okay. Für zwei Anhänger 7.000 oder nur für einen jeweils? Für zwei. Ja, komm, dann fahr zwei hoch. Ja, im Moment noch nicht. Ich fahr erstmal in Silo. Jojo, komm. Bring ich dir später. Ja, wir haben hier so ein kleines Problem. Warum? Gut. Kommt kurz Geld bei dir ein, Volker? Habe ich nichts mehr, bin ich pleite oder was? Doch, aber was anderes, für was anderes gerade. Achso.
Sollte auch auf den Hof gehen hier. Hat 3.100 überweisen. Sitzen hier. So, jetzt brauche ich eigentlich vom Jugend dann nochmal einen Flug, vom Hans-Peter muss ich noch einen Flug kaufen, glaube ich. Glaubst du oder weißt du? Ja, ich muss ja eigentlich pflügen. So, kannst du mir mal ganz kurz 130.300, warte. Ganz kurz. 130.300. Ja? Ja, 130.300. Jo, perfekt. Jetzt sollte klappen. Im Notfall bearbeite hinten dran erstmal noch ein bisschen Land. Ja, habe ich gemacht. Der Wagen geht dann viel rein. Ich habe das Gefühl. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt sollte es passen, oder? Ja, so ungefähr passt's. Da unter den Pfosten musste noch ein bisschen was drunter machen. Ja. Unter die vorderen. Wenn das geht. Ich glaube, das geht nicht. Geht schon, aber dann kommt das alles ein bisschen weiter nach vorne. Nicht zu viel. Ich mal wieder. Mal gerade den einen anderen Traktor hier rüber. Ich ruf mal kurz an da, ne? Jo.